Freiburg, ici Freiburg, Fribourg en Brisgau, ou plutôt Freiburg im Breisgau, est une ville allemande située dans le land du Bade-Wurtemberg. Elle compte, d'après Wikipédia, 230 000 habitants, mais son aire urbaine, inclus Emmendingen par exemple, en compte 630 000 des habitants. La ville est ancienne et très connue en Allemagne. C'est la ville la plus chaude et la plus ensoleillée d'Allemagne. C'est normal, c'est dans le sud-ouest de l'Allemagne, alors que par exemple Mulhouse est dans le nord de la France. Freiburg est aussi célèbre pour sa cathédrale, Münster, et puis son université fondée en 1457. Une ville pionnière en matière d'écologie, notamment avec l'éco-quartier Vauban, bio, bobo, écolo, créé à partir de la fin du XXe siècle. Freiburg, on l'aime et c'est pour ça qu'on est allé à la rencontre de ses habitants et de ses habitantes. Que pensez-vous de Mulhouse, votre voisine française à moins d'une heure de train et d'autoroute? Bon, c'est un peu en allemand, mais c'est normal. Nous sommes à Freiburg. Hop là, on y va. En fait, ma question, elle est simple, c'est que pensez-vous de Mulhouse? Was denken Sie über Mulhouse? Über Mulhouse? Ja. Weiß ich nicht, war noch nie dort. Das ist bestimmt eine schöne Stadt. Mulhouse, ich denke ständig an Mulhouse. Quasi, ich liege nachts wach, denke, wie geht es den Leuten in Mulhouse? Ich hoffe gut. À Mulhouse, c'est une très bonne question, parce qu'on n'est pas loin ni de Colmar, ni Strasbourg, ni Mulhouse. Et Mulhouse, c'est une ville que j'aime le moins dans l'Alsace. Elle n'a pas trop de cachet, comme par exemple Colmar ou Strasbourg, bien entendu. Elle est très fonctionnelle et je trouve... Oui, pour la gare, c'est pratique, mais pour le reste, pas très accueillante. Eine schöne Stadt. Ich war leider noch nicht so oft da, aber das Elsass insgesamt gefällt mir sehr gut. Ich bin da gerne. Ja. Mulhouse erinnert mich an Bugatti und Museum und einen heruntergekommenen Zoo. Und schöner Markt, das denke ich über Mulhouse. Kann ich nichts zu sagen. Das Atomkraftwerk. Über Mulhouse, dass ich da gerne mal hingehen würde, mal auf diesen Markt, auf den orientalischen Markt. Und jetzt habe ich es aber leider nie geschafft, weil es immer Corona war. Weiß nicht. Kennst du Mulhouse? Ich kenne Mulhouse zu wenig, leider. Deshalb kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Mulhouse mag ich sehr, sehr gerne. Damit verbinde ich ganz viele Kindheitserinnerungen, unter anderem auch mit dem Flughafen, weil meine Eltern und ich dort immer nach Mallorca oder Spanien oder andere Ziele geflogen sind. Eine sehr moderne mittlerweile Metropole, wo auch die elsässische Sprache noch gepflegt wird. Flammkuchen fällt mir natürlich ein. Ganz, ganz viele kleine süße Gässchen, in denen man laufen kann, sich mit einem Kaffee verwöhnen kann. Also eigentlich nur positive Dinge über Mulhouse. Hatte ich auf jeden Fall noch kein Problem damit. Das ist eine Stadt in Frankreich, ich war noch nie dort. Worum geht's? Mulhouse, das sind unsere Nachbarn. Das ist das Erste. Und wir haben insofern mit Mulhouse relativ viel zu tun, als dass die Kunsthalle dort immer wieder, also wir schreiben Artikel über die Kunsthalle und Clarisse Schwab spricht Französisch und Deutsch. Das ist mein Vorteil. Das genieße ich sehr, diesen Luxus. Aber wie gesagt, die Arbeit der Kunsthalle passt in unser redaktionelles Profil wunderbar, weil es internationaler Kunstdiskurs ist. Und die Arbeit ist super profiliert. Für uns immer ein echter Gewinn, dort zu schauen, was dort passiert. Sage ich nicht. C'est une très belle ville, mais même si c'est pas loin, j'y vais trop rarement et il faudrait avoir une baleine qui circule plus souvent que le train qu'on a actuellement. Et ouais, super, les voisins, bienvenue chez nous et je voudrais bien y aller plus souvent. Oh, ich war, glaube ich, noch gar nie in Mulhouse.
Von dem her kann ich nicht viel dazu sagen. Ich habe eine Frage für ein französisches Radio. Was denkst du über Mulhouse? Ich kann nicht Deutsch sprechen, ich bin nicht sehr gut in Deutsch sprechen, ich bin ganz neu hier. Englisch? Ja, Englisch. What do you think about Mulhouse? Was ist das? Mulhouse. Mulhouse? I don't know about that. I'm sorry. Sorry. Merci. Ich bin viel zu selten dort. Ich mag die Stadt sehr. Reicht das? Danke. Merci. Schöne Stadt und schöner Zoo. Ich bin selbst hier unterwegs. Ich möchte da nichts dazu sagen. Gell? Ja, aber vielleicht denken Sie etwas über Mulhouse. Eigentlich, ich bin jetzt so überrascht, dass ich im Prinzip an nichts denke. Ja, Entschuldigung. Okay. Merci. Ich kenne Mulhouse nicht. Danke. Ich war noch nie dort. Also keine Ahnung. Also ich war ein paar Mal in Mulhouse auf einer Rennradtour, die hieß Tour Eucor. Das war eigentlich ganz schön in Mulhouse. Wir waren in so einem Sportzentrum. Ich glaube, das ist so ein bisschen im Süden von der Stadt. Mehr kenne ich nicht von Mulhouse. Es gibt eine Verbindung von Freiburg dahin mit dem Zug. Eigentlich gut angebunden, glaube ich. Müsste ich mal hinfahren vielleicht. Ich kann das nicht. Ich denke, Mulhouse sollte wesentlich näher angebunden sein, weil Mulhouse eine so zauberhafte Stadt ist, dass ich es gar nicht erwarten kann, das nächste Mal dorthin zu kommen. Aber die Zeit bis dorthin, ganze 35 Minuten Fahrtweg, die schmerzen einfach. Oh Gott, kann ich gar nicht so viel zu sagen. Was, ist da was passiert oder? Ich bin gerade nicht informiert tatsächlich. Tut mir leid. Entschuldigung, ich habe eine Frage für ein französisches Radio. Warten! Eine Minute!